Hat er sich aber kräftig verschätzt. 0-15. Sprach vorhin auch den Matchball an den Derek Rostagno 1989 hier in der zweiten Runde gegen Becker hatte. Auch da lag Becker 0-2 in den Sätzen zurück, gewann schließlich 6-3 im fünften und alles entscheidenden Satz. Das erste Ass in diesem dritten Teil, das elfte insgesamt. Ein Doppelfehler. Becker bestreitet das 17. Turnier dieses Jahres. Es hat viele Enttäuschungen gegeben. Viermal in der ersten Runde ausgeschieden in diesem Jahr. Viermal im zweiten Spiel. Hoffentlich tut Becker für diese Bilanz nichts heute. Rückhand Volley ins Aus. Tschaikassow wie eine Gummiwand, bringt fast jeden Ball zurück und scheint sich auch jetzt wieder darauf zu verlegen, den Ball reinzuspielen und Becker die Fehler machen zu lassen. Ein Stand. Spielvorteil nach diesem Service-Winner. Tagesbestleistung. Guter Return, aber 20 cm ins Aus und damit 3-1 Führung. Becker im vierten. Auf die Linie. Bald 3,5 Stunden gespielt, netto Spielzeit. Die Minute von gestern, der Rest heute. Thank you.
Der beste Punkt von Becker in diesem dritten Teil bisher. Da hat er noch ein bisschen gezögert, hatte darauf gewartet, dass Doppelfehler gegeben werden würde. Aber hat Gott sei Dank weitergespielt und gut weitergespielt. Und erneut nach bester Moskauer Art passiert. Tscherkasow ganz offensichtlich will sich hier nicht überrollen lassen. Schieben wir mal auf das Flutlicht. Diesen völlig verunglückten Rückhandreturn. Gleich ist der Ball auch versprungen. Tscherkasow bleibt dran, verkürzt auf 2:3 in diesem vierten Satz, aber Becker hat das eine Break vor und schlägt gleich nach diesem Seitenwechsel wieder auf. Welches Haarspray gibt diese Spannkraft für den ganzen Tag? Shamtu Haarspray sprüht mikrofein bis in die Spitzen und gibt Spannkraft für den ganzen Tag. Spannkraft am Morgen. Spannkraft am Mittag. Spannkraft am Abend. Styling von Shampoo als Haarspray und Schaumfestiger. Spannkraft für den ganzen Tag. Verrückt, aber ich weiß noch genau. Ihr weiches, natürliches Haar war das erste, das mir an ihr auffiel. Alpecin, die Pflegeserie für sichtbar gesundes Haar. Die meisten Detektive haben nur kleine graue Zellen. Er hat Köpfchen. Und damit ist er weltberühmt geworden. Nach den US Open jeden Samstag um 15.30 Uhr. Agatha Christie's Poirot bei Vox. Ein Großteil des Publikums kommt erst jetzt, deswegen Unruhe. Hinter den Spielern, wir haben es jetzt im Moment gerade nicht im Bild, aber bei jedem Seitenwechsel kommen so 500 bis 1000 Zuschauer in diese Abendveranstaltung hinein. Und die meisten werden sich verwundert die Augen reiben. Auf dem Plan stand doch Martina Navratilova. Plötzlich hier Becker und Tscherkasow. Der Rest vom Nachmittag. Wesentlich sicherer in seinen Schlägen. Solche Bälle, solche Voranschläge wie eben hat er ja über weite Strecken des Matches einfach ins Aus gesetzt. Dreieinhalb Stunden gespielt. Wir sind live dabei. Aus diesem Tagesspiel
aus dem ein Nachtspiel wird. Für Sie allemal daheim in Europa. Wieder eine ausgeglichene Bilanz, 13 Asse, 13 Doppelfehler. Der Schwung wird auch nicht wieder dahin sein. 30 beide. Aus. Tschüss. Ein Stand. Vergeblich der Hecht von Boris Becker. Tscherkassow hat die Chance zum Rebreak. Aber diese Bilder machen dennoch deutlich, dass Becker bereit ist zum Kampf. Noch ein Doppelfehler und Tscherkassow ist wieder dran. Drei beide. Becker ganz offensichtlich nicht mit der Bespannung seines Schlägers zufrieden, holt sich einen ganz neuen. Der schöne Vorsprung ist wieder dahin. Bisher war Boris Becker ruhig. Zehn Doppelfehler inzwischen. Bei diesem Spielstand. 2-1 in den Sätzen. 3 beide im vierten und Aufschlag. Ist Andrei Tscherkassow auf dem Ziel wieder etwas näher. Und auch der passt. 15 love. Respekt vor Tscherkassow, der nicht die Ruhe verloren hat durch das schnelle Break, der mutig angreift und Becker jetzt unter Druck setzt.
Castillo. In New York, später Donnerstagabend. Die erste Runde läuft immer noch. Becker hängt sozusagen tagelang hinterher, vergleichbar nur mit dem Wimbledon-Turnier von 91, als es während der ersten Woche fast durchgehend geregnet hat. Die erste Runde ist am Sonnabend beendet werden konnte. Hat Tscherkassow ganz einwandfrei auf das Aus gewartet. Hier ist eine Gemütsregung wieder bei Boris Becker. Fünf, sechs Mal spielen die beiden ans Limit, an die Linie. Und Becker macht wieder die Fehler. Spielball zum 4-3, Tscherkassow. Becker muss dieses Spiel wollen. Ansonsten reicht ein kleiner Ausrutscher und die Partie ist vorbei. Und er macht den Punkt, passiert Becker erneut. Und die Gestik macht es deutlich. Der Russe ist wieder oben auf, führt 4-3 im vierten Satz. Das schauen wir uns noch an, bevor wir die kleine Pause machen. Schon fast ein Jubelschrei, als wenn er die Partie gewonnen hätte. Gleich mehr aus New York. Öl. Das Trikot können wir abschreiben. Öl geht nicht runter. Doch, mit dem neuen Ariel Ultra und seiner einzigartigen Fett- und Öllöseformel geht jetzt selbst Öl runter wie Öl. Auf bereits gewaschenes Polyester kommt Öl. Es kommt erneut in die Wäsche. Links noch Öl, rechts mit dem neuen Ariel Ultra porentief rein. Mein Ariel hat das Fahrradöl echt geschafft. Stark, Mami. Oh, das geht runter wie Öl. Die neue Ultra-Reinheit von Ariel. Selbst Öl geht jetzt runter wie Öl. Mir macht's Spaß, aktiv und in Form zu sein. Aber mein Haar macht dabei schon mal schlapp. Vital Sassoon Wash and Go.